Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 19.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir neue Picken. Neues Double Ant Werkzeug. Wir fangen auf der rechten Seite an mit Bandage. Ja, der Teil, ich finde das persönlich ja, ganz okay. Ist relativ schlicht. Kriegt von mir 7 von 10. Jo, hat hier ein Voting von 3,71 von 5 bei 7 Votes am 12. April 2019. Das erste Mal drin gewesen, zweimal seitdem 12 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen. Für 300 V-Bucks Bandage. Jamboree. Glaube ich, hatte ich mal ein Video dazu gemacht mit einem kompletten Spind. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ich kann mich dran erinnern. So, ist relativ lange her. 500 V-Bucks für das Teil kriegt von mir 9 von 10. Finde ich ganz witzig. Er hat hier 3,71 von 5 bei 7 Votes. Und ist jetzt gerade das zweite Mal im Shop. Also oben rechts, dann habe ich das verlinkt mit dem kompletten Spind. Rockout, mega geil, 10 von 10. Brauchen wir gar nichts dazu zu sagen. ...4,26 von 5 bei 66 Votes am 14. April 2018 das letzte Mal drin gewesen, seitdem 10x95 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 26 Tagen. Für 800 V-Bucks, Rocket. Fresh Cut für 500 V-Bucks, 6 von 10. Ja, ein Voting von 3,27 von 5 bei 11 Votes. Am 13. März 2019 das letzte Mal drin gewesen, 5x seitdem 21 Reminders. Das letzte Mal vor 28 Tagen im Shop. Marino für 1200 V-Bucks. Der Mann mit der coolen Sonnenbrille. Hier aus dem Dschungel mit den Bananen da hinten dran. Marino kriegt von mir 6 von 10. Mein Voting von 3 von 5 bei 24 Votes. 13. März 2019 ist das erstmal dran gewesen. Viermal seitdem 13 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. Shadow Ops. Klassiker. 7 von 10. Und hier ein Voting von 4,35 von 5 bei 65 Votes. 15. Dezember 2017 ist das erste Mal drin gewesen. 30 Mal seit dem 92 Reminder, das letzte Mal vor 32 Tagen im Shop. Shadow Ops für 15 V-Bucks. Kommen wir jetzt hier zu denen von gestern. Die haben wir ja bereits bewertet. Video ist oben rechts verlinkt. Ich schaue jetzt nur einfach mal ganz kurz hier durch, wie sich die Noten inzwischen, ach du Schande, wie sich die entwickelt haben. Also, schauen wir mal, beim Betzo sind es nur 2,44 von 5 bei 9 Votes. Okay, 3 Reminders. Dann haben wir, ach du Schande, in Asmodeus 2,5 von 5 bei 10 Votes. Alles klar, 17 Reminders. Ach, du kriegst die Motten, was hier los? Und Callisto 2,46 von 5 bei 13 Votes. Krass. Foulplay 2,57 von 5 bei 7 Votes. Also mega schlecht bei euch angekommen, das Set, so wie es aussieht. Zumindest mal laut den Benotungen. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Der Kenji kriegt von mir 7 von 10. Finde ich eigentlich relativ cool. Sieht nice aus. Ein Voting von 3,46 von 5 bei 35 Votes. Am 16. März 2019 das erste Mal drin gewesen, 5x seitdem 34 Reminders. Für 15 V-Bucks Kenji. Dann haben wir für 15 V-Bucks den Kuno. Oder die Kuno. Da hinten. Das sieht auch relativ cool aus. Gibt es ja jetzt dann als Erntewerkzeug. Diese Teile. Dann haben wir ein Voting von 4,44 von 5 bei 50 Votes. 118 Reminders. Ja, und dann sind wir hier. Gehen wir erstmal hier hin zum Falcon. Mega geiles Teil. Finde ich super cool, den Gleiter. Macht richtig Spaß, das Ding. Ja, für 15 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10.
Die Voting von 3,93 von 5 bei 27 Votes. 27 Reminders. Und dann haben wir diese neuen, die Talents, das was die andere da hinten als Backpack hatte. Hören wir uns mal an, wie sich das Ding anhört. Naja, für 800 V-Bucks wieder so eine Double-Picke. Ich finde die eigentlich ganz nice. Kriegen von mir 7 von 10. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut jetzt mal, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.